So, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von TorJ TV. Ich bin euer Torgon 137. Ja, und heute bin ich wieder mit einer Folge hier, wo ich euch mal wieder zeigen möchte, wie ihr aktuell mit dieser Saison richtig fett Kohle machen könnt, richtig absahen könnt. Letztes Mal haben wir das ja mit dem Porsche gemacht, mit dem Desert Flyer. Und ja, heute ist es wieder mal soweit. In dieser Saison könnt ihr auch richtig, richtig schön Geld machen. Diesmal allerdings mit dem Acura. Und zwar mit dem Integra. Lange Rede kurz, ich zeige euch, was hier Sache ist. Also, aktuell kostet der Integra, wenn ihr hier ganz normal auf die Automesse geht, aber hier haben wir ihn schon, 25.000 Credits. Ist nix, hat jeder, kein Thema. So, jetzt kommt der witzige Teil. Passt mal auf, die Leute schauen natürlich nicht da rein. Warum auch immer, sie schauen nicht da rein. Gehen wir mal auf Auktion suchen. Hier habe ich auch den Acura Integra eingegeben. Bestätigen. Und der wird hier angeboten für 20 Millionen. Überlegt euch, 20 Millionen da, einer Sofortkauf für 100.000, der geht ruckzuck weg, kein Thema. Aber witzig ist, ich habe es auch ausprobiert. Tatsache, meine Auktion, hier unten seht ihr das, meine Auktion. Ich habe auch einen reingestellt für 1 Million und der ging weg. Der ist weg. Also machen wir uns den Spaß einfach und verdienen doch da mal mit. Das wird so gehen bis Sonntag, denke ich mal. Heute ist Freitag, ich denke mal, bis Sonntag wird das gehen. Dann werden die Leute ihren Acura wieder verkaufen und dann merken, okay, die Kiste ist ja gar nichts wert. So, wie üblich, kauft ihn, baut ein Teil ein. Egal was. Nimm einfach den hier direkt. Luftfilter. So. Und direkt wieder raus. Ein Teil einbauen, einfach, dass ihr den Preis höher setzen könnt. Je nachdem, wie hoch euer Lackiererrang ist. Ich sag's immer wieder. Ich kann Autos für 20 Millionen reinstellen, selbst diese Kiste. Das kann nicht jeder. Das hängt davon ab, wie viele Tunings ihr schon freigegeben habt, wie viele davon runtergeladen wurden und wie viele Designs ihr schon gemacht und als Download zur Verfügung gestellt habt. Aber es schadet nichts. Wie gesagt, das kostet euch ja nichts. Die Kiste kostet 25.000. Ihr baut einen Luftfilter ein. Und das war's dann auch schon. So, dann gehen wir auf meine Autos. Das ist der, den ich normalerweise fahre. Also, ich steige jetzt natürlich wieder in ein anderes Auto ein, bevor ich diesen Acura zum Verkauf gebe. Und dann probieren wir es einmal so. Auktionshaus. Auktion starten. So. Acura Integra. Auto versteigern. So, ihr seht, hier kann ich den für 20 Millionen reinstellen. Das wird bei euch nicht ganz so viel sein. Ich setze es ganz frech mal für 1 Million rein. Denn glücklicherweise sind andere Typen da drin, die ihre Autos für 20 Millionen reinsetzen. Und da sieht dann meiner natürlich wie ein Schnäppchen aus. Und der verkauft sich auch definitiv. Ich bin jetzt mal so frech und setze einfach nochmal einen rein. Ich werde auch hierzu wieder am Ende, wenn das alles gelaufen ist, ein Video machen, wie auch bei dem Vorgänger, wo ich dann zeige, dass das tatsächlich so funktioniert hat. Also der Torgon erzählt euch hier keinen Blödsinn. Ihr könnt hier tatsächlich wieder richtig, richtig Kohle absahen. Also nochmal von vorne. Automesse. Ein Acura Integra kaufen. Lackierung ist tatsächlich wurscht. Ich lade mir hier keinen runter, weil sonst habe ich die wieder bei mir in meinem Designkatalog drin. Möchte ich nicht. Kaufen. Ihr habt eben gesehen, den gerade eben konnte ich für 20 Millionen versteigern. Also hätte ich gekonnt. Ich habe den hier jetzt mal gekauft und tune ihn mal nicht. Und setze ihn dann mal ins Auktionshaus. Mal gucken, für was ich ihn dann verkaufen könnte. Lass uns mal kurz schauen. So. Ganz stinknormale Kiste. Klar, die Leute haben sich oft keinen geholt, weil es einfach ein unscheinbares Auto ist, was man nicht braucht. So. Und deswegen haben viele Leute den gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt denken halt die einige, oh Gott, wegen der Schatzsuche, ich brauche unbedingt den Acura. Der Integra muss es sein, was auch nicht stimmt. Und ja, dann gehen sie natürlich ins Auktionshaus. Panik, Panik, Panik. Und kaufen den Erstbesten, den sie angeboten kriegen. So. Auktion starten. Also, der ist jetzt nicht getuned. Vorhin habe ich den ja umgebaut. Da konnte ich für 20 Millionen reinsetzen. Ich den hier jetzt reinsetze. Auto versteigern. Dann kann selbst ich den nur für 54.000 verkaufen. Doppelt so viel, wie er mich gekostet hat. Aber egal. Ihr seht, hier ist auf jeden Fall Geld zu machen. Und wenn da ein anderer für 20 Millionen drin ist, dann könnt ihr hier schon mal euren Einkauf verdoppeln. Also ihr kauft für 25 und verkauft für 50. Kleinvieh macht auch Mist. Aber so günstig geben wir ihn natürlich nicht her. Denn er ist ja aktuell Millionen wert. Lach, lach, lach. Es tut mir leid für all die, die ihr schwer verdientes und schwer zusammengezocktes Geld da raushauen. Aber bitte, bitte, Leute, ich sag's euch immer wieder: Schaut auch in das normale Kaufhaus rein, nicht nur ins Auktionshaus. Schaut bitte als erstes in die Automesse rein.
So, Tuning und Upgrade, individuelles Upgrade, Motor, ja, Luftfilter klingt gut, kostet 600 Credits, so, eingebaut, Einstellung installieren, wundervoll. Entschuldigt bitte, wenn es im Hintergrund ein bisschen klappert, aber bei den Nachbarn bauen sie gerade ein Gerüst auf und ja, ist ein bisschen laut, aber die Leute müssen leben und arbeiten, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Muss man da ein bisschen Nachsicht walten lassen. So, okay. Ich gehe jetzt wieder in mein Auto. Steige in diesen Acura. Einsteigen. Jetzt wieder auf Auktionshaus. Auktion starten. Der gelbe soll es sein. Hinfort damit. Auto versteigern. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Preis so hoch bleibt, aber gut. Wir probieren es halt weiter. 1 Million. So, machen wir 1 Stunde, das mag reichen. Startpreis, lassen wir einfach mal. Mir ist ja wurscht, für was der weggeht. Einfach zum Testen, aber ich habe gestern Abend einen reingestellt für 1 Million und der ging weg, bevor ich schnipsen konnte. Wahnsinn. So. Mal gucken, vielleicht ist der andere ja auch schon verkauft. Ich glaube es zwar noch nicht, aber meine Auktion. Okay, wie gesagt, der eine hier ist schon mal weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den anderen beiden auch nicht allzu lange dauern wird. Wie gesagt, euer TJ macht Ende der Woche dann ein Bilanzvideo, wo ihr dann seht, was es gebracht hat, ob es was gebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr massig Kohle damit macht. Schaltet weiter ein bei mir, folgt meinem Kanal. Ich werde mehr von diesen Videos machen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Euer Toran 137.